Oh no. Oder auch nicht. Sind wir jetzt drin? Anscheinend nicht. Ja, das war ja mal voll für den Jagon. Oder? Wo sind die hingeflogen? Ja, Schiss. Okay. Ja, das ist jetzt echt... echt ein bisschen uncool. Okay, let's go. Der Chocobo-Wald. Hallo, Chocobo. Sonst noch jemand hier? Chocobo? Nö, aber wir sollten uns den Chocobo klar machen, auf jeden Fall. Chocobo! Na, Mjoink. Ein Chocobo gefunden. Gut, dass wir hier schon mal waren. Runter oder hoch? Ne, wir gehen hoch. Da oben geht's raus. Ja, okay, ich wollte nur gucken, ob das passt. Das passt. Und kurz auf die Musik abgehen. Na, da waren wir doch schon mal. Können wir da eigentlich übernachten? Gut, andere Frage. Wollen wir da übernachten? Ja, komm, wir wollen da übernachten. Let's go. Tschüss, Chocobo. Hallo, Bobs. Der Zerstörer ist fertiggestellt und sind wir den Untergang geweiht. Augentropfen wären jetzt echt mal ganz wichtig gewesen, aber nein, komm, sell me some shit. Yep. So, Minimum. Ja, komm, wir nehmen direkt noch mehr. Die kosten ja gar nicht viel. Alter, what the hell. Okay. Hätte ich das mal vorher gewusst. Was kostet das Elixier bzw. Ether? 1000! Na gut, aber das sollten wir auch mal 5 mitnehmen, weil. Sonst haben wir vielleicht ein Problem und mal so. Zwei Holz vor der Hütte. Elixier. Wenigstens kann man es kaufen, aber es kostet 50.000. So, erstmal alle wiederbeleben. Wo ist die Kirsche? Kirsche? Jungs, wo Kirsche? Gibt's hier keine? Das wäre voll uncool, Jungs und Mädels. Und wir gucken erstmal, was es hier gibt. Hallo. Angst Medicus. Temporäre Zustandsveränderung kurieren. Das ist halt Medica. Ganz wichtig. You know what? Wir kaufen hier alles einmal. So, alles klar. Tschüss. Das haben wir nämlich letztes Mal so übersehen. Was ist mit dir, Dona? Fragt Cid, wenn der Zerstörer irgendwelche Schwachpunkte hat, dann wird Cid es wissen. Danke, das wussten wir aber schon. Trotzdem gibt es hier anscheinend keine Möglichkeit. Ah doch, da. Gut versteckt. Oder? Das müsste es sein. Yeah. Die Gebete hallen durch die heilige Stätte, als ein sanftes Licht erstrahlt und eine warme Stimme erklingt. Höre, du ins Land des Todes verehrte Seele, meinen heiligen Boten sollst du folgen, um das Reich der Lebenden wieder zu erlangen. Puff, rausgeschmissen die zwei. Kostet sogar nichts. Nice. Alles klar, thanks, bye. So, jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Dann gucken wir nochmal eine Weapon Shop. Hallo, willkommen. Ja, übernachten. Okay, tschüss. So, jetzt lernen wir erstmal Zauber. Sortieren. So, Medica, ganz wichtig hier. Medicus, hier. What the hell was that? Und Sturm und Angst brauchen wir jetzt nicht zu lernen. Ausrüstung, Magie. So, jetzt können wir nämlich Jan auch wieder unentblinden, hoffe ich doch. Medica. Jawoll. Okay, das funktioniert. Das ist sweet.
Dann gucken wir nochmal nach Waffen. Ja, wir haben hier letztes Mal ja null Geld gehabt. Aber Langbogen, ja, super. Also ist alles nicht so der Reiser. Wieso ist der Eisenspeer bitte besser? Filthy lies. So, dann geht's zurück nach Altea. Beziehungsweise Rüstung. Ja, komm, wir gucken nochmal nach Rüstung. Da wir keinen Null-Money hatten. Silberharnisch, ja, sollten wir vielleicht doch noch zwei kaufen, so. Und die sind nämlich echt schlecht equipped, die Boobs. Bronzeharnisch, ja, ist ja wohl voll für den Anus. Silber und ihm auch Silber ins Maul, alles klar. So, und dann nix wie weg. Jetzt aber, tschüss, zurück nach Altea. Alta, okay, ich bin wieder reingerannt, gut. Barfusg. Ist jetzt allerdings auch ein Stück zu laufen. Beziehungsweise wir fahren im Schiff. Ist ja mal klar. It's a trap. Wollt ihr Archive? Bitte. Gut. I liked it. Hm. Ich glaube, manche Waffen können auch nicht gelevelt werden. 718 ist schon ordentlich, was Jan da rumschiebt, ey. So, da ist die City. Gutes Luftschiff brauchen wir jetzt hier nicht zu erwarten, genauso wenig wie Sid. Die sind offensichtlich entführt worden. Aber wir lunzen da trotzdem mal rein. Mal gucken. Stadt pufft. Ah, keiner mehr da. Super. Sind also alle weg. Ihr wollt nach Palimpalum. Ep. Natürlich. Wohin eigentlich auch sonst? Swing. Das hätte noch mal im Kampf ausarten können. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gerade. Natürlich. Direkt vor den Toren. War doch klar. So. Altea. Gucken wir mal, was jetzt hier Ansage ist. Einen weiteren Luftangriff werden wir nicht überleben. Ja, wo sind? What? Wo sind denn alle? Prinzessin Hilda konnte nicht mehr mit ansehen, wie ihr euch ständig in Befahr gebt, für das Wohl ihres Volkes zu kämpfen. Wenigstens die Heimreise wollte sie euch erleichtern. Ja, super. Das heißt, auf Knien flehe ich euch an, rettet mein Kleinod, rettet meine Hilda. Ja, aber wo? Nichts passiert. Okay, mit dem Sonnenfeuer konnten wir nichts. Ja, super. Wo? Bitte helft der Prinzessin. Ja, okay. Hat jemand vielleicht Informationen für mich, der alte Penner hier drin? Prinzessin Hildas Fortum wird von den Halunken des Imperators festgehalten. Auch das ist alles eure Schuld. Ihr wollt den Zerstörer sprengen? Puh. Wird im Zerstörer festgehalten. Ja, das ist toll, aber wo? Wo? Ah, der Zerstörer ist gen Norden geflogen. Alles klar. Gut, danke. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich Richtung Norden gehen sollte. Dann machen wir das doch. Bestimmt an Palimpalum vorbei. Nein, nicht Palimpalum. Dingsbums. Palum. Blim. Blimmeldidim. So, erstmal die Charaktere durchgeswitcht. Dabei Finn wahrscheinlich. Wo Finn?
Oh mein Gott, ein einzelner Goblin macht einen Hinterhalt. Mutiges Piece of Shit. 18 Gilolol. Hat's voll gelohnt. Kommen wir da jetzt eigentlich mal rein, so? Nö, die sind immer noch hier. Okay. Aber gehen Norden würde ja bedeuten, irgendwo da oben. Ja, wir gehen jetzt einfach mal da hoch. Mal gucken, die müssen da ja irgendwo sein, ne? Räschigen Säge. Tja. Das war keine wirkliche Trap. Wo ist der Zerstörer? Sehen wir das eigentlich hier so? Nee, nee, den können wir nicht sehen. Na gut. Also hier ist schon mal die Richtung ansatzweise richtig. Hier sind auch schon die stärkeren Gegner, aber die sind jetzt nicht so überragend stark. Nicht mehr. Nicht so wie am Anfang. Wie, du lebst noch. Bisch. So, wo ist der Zerstörer? Ich meine, das Ding sollte nicht zu übersehen sein, oder? Wag dich, uns zu erblinden. Gut. Glück gehabt. Asshole. Gut. Mithrilhelm, awesome. Okay, ich sehe hier keinen Zerstörer. Hoffentlich muss ich nicht in die Wüste. Das wäre... Oh, komm mal da. Alter. Da können wir drauf schwimmen. Ne, können wir nicht. I failed. Ja, voll uncool. Au. Tschüss. Das war okay. Immer noch kein Zerstörer in Sicht. Jetzt sind wir aber schon verdammt nah an der Wüste dran, oder? Ah, da. Haha, da ist was. Der Doppelkopf. Ah, da ist doch der Zerstörer. Ja, awesome. Zerstörer, Erdgeschoss. Halt, wer seid ihr? Wir haben den Pass, du Opfer. Verzeiht, willkommen an Bord. Ja, Mann. Oha, Zeit für die Ablösung. Meine Herren, meine Dame, ich darf mich entschuldigen. Tschüss. Natürlich die Frage, sollte ich hier jemanden ansprechen? Ich glaube nicht. Hi. Bärpanther. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das können. Okay. Rebellen, scheiße. Okay, ich sollte niemanden ansprechen, alles klar. Der Herrführer scheint mir dann aber doch eine harte Nummer zu sein, oder? Oh, scheiße. Ja, okay. Hätte ich ihn mal nicht angesprochen. Das wäre irgendwie stupid. Okay, er ist dead. Aber das war schon nicht so cool. Andererseits müsste er vielleicht auch viel Erfahrung oder so geben. Ja, schon. Und er hat uns einen Fluch gegeben, ja. Geiler Scheiß. Der Dr. Gordon, okay. Wir gehen, denke ich doch mal... Oh Gott, wir haben so viele Möglichkeiten.